Ich bin Claudia und das hier ist mein Laden, in dem ich manchmal auch Nähkurse gebe. Heute findet wieder einer statt und ich bin total gespannt auf die Teilnehmer. Gleich müssten sie ja kommen und ich hoffe, dass sie nicht nass werden. Hallo? 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 Bist du Paul? Genau. Hallo, ich bin Claudia. Du hattest dich für den Nähkurs angemeldet. Genau. Ich habe dich schon ankommen sehen mit einem schicken Motorrad. Pass mal auf, setz dich mal hier hin eben kurz, eine Sekunde. Ich bin sofort wieder da, ich muss noch irgendwas machen. Im Regenschauer geschafft, Mama. Ich sehe nämlich, die Wolken sind ganz schön aufgezogen. Das ist der Paul, hey, unser Nähkursteilnehmer. Simone, grüß dich. Geh doch mal da rum und setz dich hin. Ist das mein Stuhl hier, mein Platz? Genau. Was hast du denn hier für eine Maschine? Oh Mann, ich hab's mir ja fast gedacht. Hallo, du bist bestimmt Annabelle, ne? Ich bin Claudia. Hier, trockne dich erstmal in Ruhe ab. Ist nicht so schlimm, dass du nass geworden bist. Hier, nimm mal das T-Shirt und zieh das an, dann hast du nämlich was Trockenes zum Anziehen. Okay. Hallo. Hi. Eins kann ich euch sagen, ihr müsst auf jeden Fall bei der ganzen Aktion dranbleiben. Meine Oma hat immer gesagt, man muss das Zeug dazu haben. Das Zeug dazu haben wir hier, so viel kann ich versprechen. Und auch wenn es manchmal ein bisschen, naja, sagen wir mal anstrengend ist, man muss auf jeden Fall dabei bleiben, denn das macht Spaß. Und das kann ich euch hier so versprechen, wie ich hier stehe. Ihr habt euch ja jetzt alle schon kennengelernt und ich habe auch kleine Geschenke für euch mitgebracht. So. Für Simone hier erstmal das Handmaß. Damit kann man kleine und große Sachen messen. Das große Maßband, was immer man damit auch irgendwie vermessen möchte. Die wichtige Schneiderkreide, dein Fingerhut, damit wir deine Fingerkuppen schützen. Und die Nähnadeln sind da schon drin. Danke. Das gleiche habe ich dann nochmal für euch. Den obligatorischen Fingerhut. Also jeder kriegt seinen eigenen. Ich habe mir natürlich was dabei gedacht. Guckt euch das mal einfach an und genau, auf welchen Finger das muss. Und wie das so bei euch sitzt. Nee, falsch. Einmal hier drauf. Guck mal. Da. Immer schön auf den Mittelfinger. Und ganz, ganz locker. Rechts- oder Linkshänder? Rechts. Okay, dann schön auf den rechten Mittelfinger. Ne? Und Männer haben immer schön die Kuppe ab, weil die einfach härter im Nehmen sind. Und die haben auch nichts dagegen, wenn der Finger, wenn die Nadel da mal reinpiekt. Oder? Da siehst du die gestickten Glocken. Für dich, Annabelle, habe ich schon mal etwas Liebevolleres vorbereitet, weil ich kenne ich ja auch noch nicht. Und Simone, mit dir brauche ich gar nicht viel reden, weil du bist ja ein ganzer Kerl. Dankeschön. Sag mal, Paul, warum machst du eigentlich einen Nähkurs? Ich wollte mal was anderes machen. Ach, und was machst du dann sonst so? Sonst koche ich. Ich bin seit 6 Jahren verheiratet. Ach, du bist verheiratet? Interessant. Sonst normalerweise haben wir immer nur Singles hier sitzen, die dann irgendwie, ne, nur glotzen wollen. Ja, sieht nicht so aus, ne? Nee, sieht eigentlich nicht so aus. Aber naja, wir wollen mal sehen, was dann kommt. Dann werde ich mir dazu mal was überlegen. Claudia, ich habe mir gedacht, dieses Jahr mache ich mal einen Rock. Okay. Claudia ist eine Freundin von mir und ich habe letztes Jahr schon mal einen Kurs bei ihr gemacht. Da haben wir ziemlich viel gelacht. Dieses Jahr würde ich mein Wissen ganz gerne auffrischen und den einen oder anderen Trick dazu lernen. Mal sehen. Ein Schnittmuster habe ich mal rausgeholt, ne, für dich. Mhm. Das hier ist die vordere Mitte und da hätten wir dann auch noch die hintere Mitte dazu, die wir dann natürlich auch noch perfekt ausschneiden und du musst es noch mit Schneiderkreide bearbeiten. Da freue ich mich schon ziemlich drauf. Das wird, glaube ich, ein guter Rock, den du da machen wirst, aus dem schönen Stoff. Na, du wolltest das doch wohl nicht in den Mund stecken, oder? Das ist natürlich total verboten. Das macht man auf gar keinen Fall. Wenn überhaupt Nadeln irgendwohin, dann hier an deinen Körper, also direkt an den Mann oder an die Frau. Aha. Oder auf ein Nadelkissen. Oder, was es auch noch gibt, ist dieses Magnetteil. Da fallen nicht mal die Nadeln runter. Mhm. Ne? Merkt ihr das mal. Okay. Okay. Und ich habe schon gesehen, du hast dich hier verselbstständigt. Ja. Und den Schnitt natürlich falsch aufgelegt. Da macht das mal wieder brav ab. Müssen wir aber hier ein bisschen Platz schaffen, Paul. Geh uns doch mal zur Hand. Nimm du mal die Maschine runter. Wir legen das mal beiseite. So. Stecknadeln haben wir auch schon, die Kreide brauchen wir noch. Du hältst mal deinen Stoff fest, ich hole mal eine Unterlage. So. Also, wir legen jetzt mal die Stoffseiten rechts auf rechts, ne? Das ist deine rechte Seite. Das ist deine linke Stoffseite, das ist die Außenseite. So, also wir haben an diesem Stoff, das war ja eine Gardine, ne? Hast du ja mitgebracht. Mhm. Genau, haben wir jetzt nicht mehr so viel von, macht aber nichts. Trotzdem hat der Stoff noch zwei Webkanten. Das ist eine Webkante. Genau, das sind die beiden Webkanten. Das sieht man auch immer daran, weil hier praktisch die Löcher noch drin sind, vorhanden sind, wo der Stoff in dem Webstuhl gehangen hat. Ne? Und daran kann man das immer gut erkennen. Und wenn du mal mit Feingefühl hier über die Kanten gehst, dann fühlst du, hier sind die wie so Pickel. Mhm. Fühlst du das? Ja. Super. Und auf der Rückseite nicht. Das heißt, daran erkennt man auch rechte, linke Seite. Wenn man die Pickel oben fühlen kann, ist es immer die richtige Seite. Manchmal hat man ja Stoffe, da sieht man das gar nicht so leicht. Hier sieht man es ja total eindeutig. Rechts, links. So, jetzt legen wir den Stoff rechts auf rechts an die Webkanten. So, das machen wir mal. Und zwar genau passend aneinander. Also es muss wirklich parallel sein, weil man sonst einen schrägen Zuschnitt erhält. So, aufpassen. So, guck mal. Jetzt legen wir die Webkanten hier aneinander. Also rechts auf rechts hatten wir gerade, ne? Und dann gucken wir mal, ob das auch alles schön glatt liegt hier. Dass da keine Falten sich bilden, musst du mal auch so mit der Hand drüber, dann fühlst du auch, ob da so, mach mal, nimm mal deine Hand und geh mal, genau, ob da irgendwelche Beulen oder so drin sind, weil es muss schön glatt sein. So, jetzt nehmen wir das Vorderteil deines Rockes. Das hier ist das Vorderteil des Rockes, mit dem Abnäher drin, siehst du ja, ne? Das ist der Abnäher. Mhm. Das ist die Hüfte. Deine Hüfte für diesen Rock. Woran siehst du das? Wenn du das Muster auf den Stoff legst, dann siehst du auch gleich, dass hier so eine kleine, ja... Wölbung. Ja. Genau, Wölbung, danke. Ich wollte jetzt Beule sagen, aber ich dachte, nachher denkst du... Genau, deswegen, das wollte ich vermeiden. Also, jetzt legen wir die vordere Mitte des Stoffes vom Rock in den Stoffbruch. Das ist die Webkante. Und jetzt, das sind alles so Fachbegriffe, aber... eigentlich total einleuchtend. Jetzt kommt der Stoffbruch. Hier, das ist nämlich das andere Ende praktisch, nachdem man es gefaltet hat. Ist ja auch logisch. Wenn du ein Papier faltest, dann hast du die Seite, wo es zu ist und die Seite, die auf ist. Und das ist die Seite, die zu ist. Das ist der sogenannte Stoffbruch. Mhm. Webkante Stoffbruch. Genau, sehr gut. Und jetzt legen wir den Rock mit der vorderen Mitte, das ist die vordere Mitte, an die Stoffkante, an den Stoffbruch. Und hier nehmen wir mal die großen Stecknadeln mit den Glasköpfen. So, Stecknadel einstecken auf den Tisch praktisch, also auf die Unterlage. Und dann kommt das von alleine wieder hoch durch den Druck. So, ganz gerade anstecken. Also nochmal das Ganze. Die Unterlage ist jetzt ein bisschen weich, das funktioniert aber. Was man nie machen darf beim Feststecken von Stoffmustern, dass man Stoff und Pappe anhebt und so macht. Das verboten. Warum? Weil sich dann der Stoff verziehen kann und weil du dann doch Beulen im Zuschnitt hast. Und wir wollen das ja schon richtig machen, ne? Also, wir setzen hier auch 3 Nadeln rein. Also, einen hier, so. Genau. Du darfst das gleich machen. Ich zeige dir das jetzt erst nochmal. Und einen da. So. Jetzt darfst du es nämlich hier machen, weil hier ist es viel schwieriger. Versuch mal. Am Rand, ne? Ja, super. Ja. Wunderbar. Guck, das mit dem Stecken läuft doch. Ja, das schon mal. Ja. Du machst das zu Ende, ja? Mhm. Steckst das hier zu Ende. Also ich zeige dir das jetzt nur eben trocken. Du musst es selber machen, Simone, ja? Das erwarte ich jetzt auch einfach von dir. Guck mal. An die hintere Mitte, das hatten wir ja vorne, ist der vordere Bruch. Und an die hintere Mitte, da wo der Reißverschluss reinkommt, ne? Das musst du hier an die Webkante stecken. Und zwar jetzt nicht genau hier, sondern du nimmst dir gleich das Handmaß, das heißt so, was ich dir gegeben habe, als Entree. Und misst von der Webkante 3 cm ab. Also die Fransen messe ich mit. Die misst du bitte mit, weil das ist ja eigentlich ein Teil der Webkante, sonst ist es zu ungenau. Ja? Natürlich sind Fransen auch ungenau, nicht genau, aber wir brauchen eine Differenz von 3 cm. So, was ist denn mit euch beiden? Was wollt ihr denn machen? Ich habe nichts dabei. Du hast nichts dabei? Hast du gedacht, wir packen hier lustige Stoffproben für dich aus? Okay, warte, dann. Ich werde mir dann irgendwie was überlegen für dich. Ich kann doch mal stricken. Stricken? Stricken ist eine super Idee. Hast du schon mal gestrickt? Okay, dann komme ich mal gleich zu dir rüber. Also welche Farbe würde dir gefallen? Ich würde so in diesem Bereich tendieren, da kannst du dir eine Farbe aussuchen. Ja, super, das ist ja eine schöne Farbe. So, dann machen wir mal die sogenannte Banderole ab. Es gibt 2 Möglichkeiten, Annabelle. Entweder nehmen wir die Krawattennadel, also das ist eine lange, da kann man so hin und her stricken, oder eine Rundstricknadel. Möchtest du denn lieber die langen Stricknadeln oder die Rundstricknadel? Denn wenn wir jetzt für dich als Anfänger, fangen wir lieber mit den dickeren Größen an. Normalerweise bräuchte man dafür eine 3er-Nadel, also die heißen so. Wir machen aber jetzt mal eine richtig große Größe, damit es leichter geht mit dem Garn. Was hast du lieber? Ich nehme die Rundstricknadel, du kannst gerne die nehmen. Ich nehme die hier. Okay. Die. Mhm. Okay, also, du machst mir jetzt einfach alles nach. Eine kleine Schlaufe. So, jetzt machen wir den Knoten. Also, langsam den Faden um den linken Zeigefinger legen und den rechten Faden in der rechten Hand durch die Schlaufe legen. So, dann haben wir die Schlaufe. Ja, genau, dass wir eine größere Schlaufe haben. Ein bisschen größer müsste sie noch sein. Die Schlaufe, mit der wir stricken können. Und das tun wir jetzt auch. Wir stecken vorsichtig die Nadel in die Schlaufe und ziehen die ein bisschen stramm. Dann legen wir zur Stabilisierung des Fadens den Faden locker in den kleinen Finger und zweimal um den Zeigefinger. Damit halten wir den Faden fest, den wir brauchen, um Maschen aufziehen zu können. Warte, nein, wir machen es mal zusammen. Ich mache es dir vor, du machst es nach, ja? Also, die rechte Stricknadel, das Stricknadelende, stecken wir von vorne in die Schlaufe, die wir stramm gezogen haben. Nochmal. Oben ist der Knoten, von vorne wird die Nadel eingelegt. So, jetzt holen wir uns mit der rechten Stricknadel den Faden nach vorne. Und zwar so, dass er greifen kann. Also nochmal. Faden festhalten, ziehen und auf die Nadel legen. Faden holen, durch die Schlaufe auf die Nadel legen. Und nochmal. Und da das jetzt sicherlich für euch zu schnell ging, mache ich es nochmal ganz langsam. Schlaufe, Knoten ist oben, jetzt mit der rechten Stricknadel den Faden untergreifen, so als ob man, eigentlich ist das der verlängerte Zeigefinger, so müsst ihr euch das vorstellen. Und dann holen wir den Faden ran, halten ihn hier fest und holen ihn hier durch. Und stecken ihn auf die Nadel. Jetzt strickst du mal 50 Maschen an einem Stück auf und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. Ich mache jetzt mal was anderes. Also, da habe ich noch mal Glück im Unglück. Die ist nett, die Claudia. Das kann schon noch was werden. Sag mal, Paul, wofür interessierst du dich denn? Was hast du dir vorgestellt? Was willst du nähen? Eine Kochschürze wäre nicht schlecht. Interessant. Aber ich glaube, das geht mir noch ein bisschen zu schnell. Ich habe da was vorberitten. Dieses schöne alte Hemd aus den 70er Jahren. Wunderbar alt. Da sind ja total viele Knöpfe dran. Aber ich finde, da du das noch nie gemacht hast, fängst du erstmal mit kleinen Schritten an. Und zu diesem Zwecke nähst du einfach... Abschneiden, ne? Ja, genau. Das wird ja ein Spaß. Jetzt fängst du von vorne an. Und zu diesem Zweck habe ich auch ein paar Knöpfe übrigens schon rausgesucht. Pass mal auf, hier ist so eine Knopfschachtel. Such dir da mal ein paar aus. Und ich sag dir dann, ob das die richtigen oder die falschen Knöpfe sind. Ja, aber das muss mir dann mal zeigen, wie man die annäht. Natürlich, dafür bist du ja hier. Ja, aber als ob es da so hingelegt worden wäre. Ach. Ich glaube, die nehmen wir. So, guck mal. Das sind sogar Perlmuttknöpfe. Richtig schöne alte Perlmuttknöpfe. Das sieht man daran, dass die von der Rückseite immer etwas uneben sind und auch diese Einschüsse haben, wie man sagt. Daran erkennt man, das sind richtig schöne, teure alte Knöpfe. Richtig, das sind Muscheln praktisch. Fass mal an, ob du da ein Gefühl für hast. Fühlst du den Unterschied? Es gibt die Knöpfe, die Hemd- und Blusenknöpfe mit 2 Löchern drin und es gibt die mit 4 Löchern. Wenn wir aber Knopf annähen lernen wollen mit der Hand, nehmen wir natürlich keine 2er-Knöpfe, weil das geht viel zu schnell. Wir nehmen lieber 4er, da hast du nämlich mehr Arbeit. Ich habe dir eine Nähnadel gegeben, so ein kleines Accessoire mit diesen Glocken drauf. Ne? Dann such dir mal eine Nadel aus, von der du meinen würdest, dass sie passen würde, um Knöpfe anzunähen. Apropos Nadeln, da fällt mir was ein. Ich kann euch mal zeigen, woran man gute Nadeln erkennt. Ihr müsst natürlich jetzt auch schön auf mich aufpassen hier. Also, wenn man die Nadeln so dreht an einem Faden und die bleiben für immer und ewig dran, damit einem nicht der Faden reißt, dann ist es auf jeden Fall eine gute Nadel. So, kann das auch so hin und her schieben. Das kann man stundenlang machen und bei guten Nadeln reißt niemals der Faden. Und es gibt noch etwas. Ich nehme einfach so eine Nadel darunter, ganz vorsichtig. Wenn man eine Nadel nimmt und die Nadel nicht bricht, sondern sich mitbewegt, dann ist es auch eine gute Nadel. Und ihr müsst immer schön darauf aufpassen. Die sehen für mich alle gleich aus. Ja, siehst du, das habe ich mir gedacht. Das ist immer so. Genau, und das ist auch genau die falsche Nadel. Weil das ist eine Sticknadel, die brauchen wir nicht. Die ist vorne stumpfer. Wir nehmen eine richtige Handnähnadel, eine kleine. So, die ist so fummelig, da wirst du dir gleich einen Wolf einfädeln. Da freue ich mich besonders drauf eigentlich. Nimm mal die Nadel in die Hand. Und ich hatte dir das doch schon mit dem Fingerhut gezeigt, ne? Ja. Ich hole dir mal Garn. Passendes rotes Garn. Das ist so ein Allesnähergarn, Polyester. Damit kann man eigentlich alles annähen. Also, und man kann auch vor allen Dingen damit zusammennähen. Das ist recht reißfest und der Vorteil ist in der Wäsche, wenn man bei 60 Grad waschen muss, was man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr braucht, aber manche machen es ja trotzdem noch aus Versehen, dann läuft der Faden nicht ein und das Material bleibt genauso zusammengenäht, wie es war. Ne? Und es ist auch recht elastisch, reißt aber natürlich nach einer gewissen Zeit, weil sonst wird es ja zu hart werden. So, wir nehmen dieses rote Garn und die Nadel hast du schon. Und dann schneidest du dir hier einen Faden ab. Zu den Scheren komme ich später nochmal. und fädelst den Faden ein. Einfach jetzt da durch das Loch durch. Genau. Das ist ja nicht so schwierig, oder Paul? Und du hast auch einen Datterring. Das ist super. Das mag ich besonders gerne, weil man zittert dabei. Ja, das ist die Aufregung. Gib mal her. Gib mal her, ich zeig dir das mal. Pass auf. Niemals nicht den Faden zur Nadel führen, sondern die Nadel zum Faden. Mhm. Und dann so kurz wie möglich den Faden halten, hier die Öse fixieren und zack da durch. Ah. Siehst du das? Es gibt auch Nadeleinfädler, Fadeneinfädler, die brauchen wir aber nicht. Wir müssen es erstmal manuell lernen, nochmal machen. Und du brauchst auch gar nicht nervös werden. So, ein bisschen Faden hier. Wir schaffen das, Paul, ich bin mir total sicher. Guck mal. Genau. Noch ein bisschen, genau, super. Da ist er. Super. Heute habt ihr die ersten Schritte des Nähens gelernt und das hat euch bestimmt super Spaß gemacht, weil das kann ich, glaube ich, von hier aus auch sehen. Aber wir müssen hier jetzt aufhören, wir haben nämlich keine Zeit mehr. Und das ist auch kein Problem für euch, weil ihr könnt es hier nachlesen. Und ihr wisst ja, wie bei allem im Leben, dranbleiben.